Elli! Hallo! SSC-Taxi, Bock drauf? Ja, aber na klar. Alles klar, dann geht's gleich los. So, und jetzt sind wir auch schon im SSC-Taxi. Elli, ich begrüße dich nochmal ganz recht herzlich. Guten Tag. Deine erste... Guten Tag. Oh. So, dann schneiden wir uns natürlich wie immer an. Und dann geht es los. Du kennst es. Wir fahren ein bisschen durch Schwerin. Ich stelle dir ein paar Fragen. Du beantwortest die mir. Und dann sind wir alle glücklich. Zunächst einmal Glückwunsch zum Sieg in Dresden vorgestern. Natürlich die erste Frage, deshalb natürlich auf Dresden bezogen. Warum hat es dann doch so gut geklappt am Dienstag? Ich würde sagen, weil bei uns eigentlich alles lief, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben Dresden mit dem Aufschlag sehr unter Druck gesetzt. Im Angriff haben wir gut gepunktet, hoch im Block angeschlagen und hatten die Außenangreifer von Dresden gut im Griff. Und natürlich haben wir echt eine starke Felderberg gespielt, was uns dann eigentlich zum Sieg geholfen hat. War es denn auch eine Genugtuung, jetzt zwei Niederlagen in Dresden, wollte man unbedingt im dritten Anlauf dann in Dresden auch endlich mal gewinnen? Ja, klar. Sehr gut. Außerdem war das ja jetzt Halbfinale, das war jetzt das wichtigste Spiel jetzt zum Ende der Saison. Hinten kackt die Ente, ne? Richtig. Elli, du hast es ja auch mitbekommen. Momentan läuft ja das Gewinnspiel mit den vier Halbfinalisten, Stuttgart, Dresden, wir und Aachen, die VBL-Fankrone. Warum haben wir denn die geilsten Fans? Ja, wir haben die geilsten Fans, weil sie überall mit hinreisen. Selbst in Stuttgart, Dresden, und es reisen immer Fans mit. Europapokal? Europapokal im Dino-Kostüm. Das hat, glaube ich, keine andere Mannschaft. Und ja, sie sind immer lautstark und überall dabei. Und unterstützen uns so viel wie können. Elli, einen großen Aufreger gab es ja auch am Dienstag in Dresden. Ich denke, ihr habt das auch wahrgenommen. Mit dem Spruchbanner der Dresdner Fans, Felix ruft die Schale raus. Wie habt ihr das in der Mannschaft aufgenommen? Habt ihr es mitbekommen? Und ja, was sagst du dazu? Also ich habe es nebenbei mitbekommen, aber großes Thema war das dann nicht, weil wir uns aufs Spiel konzentriert haben. Wir werden natürlich nicht die Schale rausrücken. Das wollte ich hören. Ja. Also war das kein Thema und kurz vorm Spiel ist es dann natürlich auch so, dass man sich auf wichtige Dinge konzentriert. Also Dresden, wir haben auch sehr geschmunzelt. Es war eine tolle Aktion. Wir werden Samstag bestimmt auch etwas vorbereiten, was in diese Richtung geht. Felix rückt natürlich, das hat Elli ja gerade auch gesagt, die Schale nicht raus. Da habe ich mich doch tatsächlich verfahren. Elli, ich sehe die Pallenberg Arena schon. Ich denke, obwohl, ne, wir sehen die Kongresshalle, aber wir sehen die Pallenberg Arena gleich. Ja, das war's schon wieder mit SSC-Taxi und mit dir im SSC-Taxi. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Mir auch. Das weiß ich doch, Elli. Auch dich habe ich wieder heile nach Hause gebracht. Ja. Heute Abend steht noch Training auf dem Programm, ist richtig? Ja. Am Ende gibt es immer noch die Infos für Samstag. Wir sind ausverkauft, also die Pallenberg Arena wird brennen. Stark. Statement. Aber natürlich überträgt Sport 1 den Halbfinalkracher. Also es geht auch auf der Couch mit je nach Wetter einem kalten oder warmen Getränk. Und ich denke, dann geben wir am Samstag in der Halle alles, hier zu Hause vor dem Bildschirm, dass wir ins Finale einziehen. Und ja, es gibt nur noch zu sagen, Elli, ich danke dir und wünsche dir viel Erfolg am Wochenende. Dankeschön. Und dann weißt du ja, was unser Motto ist. Und so schließen wir auch das SSC-Taxi ab. Gemeinsam zum Ziel. Macht's gut. Ciao, ciao.